Hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Ausschnitt zu lustigen, kostenlosen und geilen Spielen. Und ihr wisst natürlich, premiumweise, was darf bei mir nicht fehlen, wenn die Games kommen? Skatman. So, los geht's. Ich fange mal als erstes an. Es gibt ein Gratis-Spiel für alle, was gar nicht mal so schlecht ist. Ist auch gut versteckt. Hier oben seht ihr es ja. Also hier so. Da ist die Crew. The Crew. Ihr müsst Uplay einmal anmachen. Uplay. Klickt oben drauf, get your free game. Kennt ihr ja schon von den anderen Malen. Das gibt es noch ca. 2-3 Wochen. Und ihr entdeckt hier, das ist mal, es gab ja schon mal Prince of Perversia, Splinter Cell, Rayman, The Crew. Ich meine, das ist ein krasser Sprung. Was da noch kommt, wissen wir nicht. The Crew ist ein sehr geiles Rennspiel, Arcade-lastig, soll eigentlich Multiplayer, MMO-Mix verschnitt werden, ist es aber da doch nicht im Endeffekt. Aber der Sound des Spiels. Ohne Scheiß. Hör da rein, fahrt mal ein Muster und dann dreht mal auf und geil. Von daher macht Spaß und gratis. Hör auf zu meckern. Also, dann machen wir direkt mal weiter. Nummer 1 und dann tatsächlich nur Nummer 2, weil ich habe Bundle Stars durchgewühlt, kann man mal sagen. Ist nichts Interessantes mit dabei. Indie Gala, nix mit dabei, Key for Steam, nix. Humble Bundle. Und wie ihr seht, das Humble Jumbo Bundle Tippen. Hat sich jetzt schon nach, also 6 Tagen, Entschuldigung, 6 Tagen 134.000 Mal verkauft. Hut ab. Von Euro. Rollercoaster Tycoon 2. Wer es mag, Devil Daggers. Runestone Keeper. Ist okay, für 1 Euro. Aber jetzt kommt das Interessante. Für $5,54, also 5 Euro noch was. Eine Schachtel kippen. Ne, mein Kind? Stronghold Crusader 2. Ist kein Meilenstein in der Historie, wir wissen es ja. Aber einfach mal Stronghold. Wer, weil, wer nicht weiß, hol ich es mir nicht. So ein Scheiße für 5 Euro. Hier, nimm mit. Und jetzt kommt eine sehr gute Perle, eine richtig gute Perle. Da mache ich auch mal kurz ein bisschen das Video für euch mit an. Dass man einfach so sieht, was das Ganze ist. Hier, so, mal ein bisschen ran. So, machen wir es besser mal für euch. Und Pixel Game will ich jetzt nicht sagen, ihr müsst euren eigenen Knast aufbauen, ihr müsst euch um alles kümmern, ihr baut alles, die ganzen Wände, das was ihr seht, Tische, da, alles müsst ihr selbst machen, Strom, Wasser, Rohre, das ist richtig, richtig geil. Ich hab's schon in der Beta oder als schon in der, vor 2 Jahren war es glaube ich schon in der Entstehungsphase, man konnte Bacon, habe ich schon gemacht, das gibt's auch auf Deutsch, das Deutsch im Patch, also genial, wer daran Spaß hat, Aufbau und so weiter, guckt mal, was ihr bauen könnt, ne? Es ist genial. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wie ich finde, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich habe es natürlich schon, aber ich habe es nicht gespielt. Punch Club. Finde ich persönlich sehr hammer. So Rocky-Verschnitt und so weiter. Du kannst halt auf Leveln besser werden. Du musst stärker werden, vorankommen. Trainer, bla bla bla. Ist ja gegen Krokodil kämpfen, gegen irgendwelche dicken Biker gewinnen und ja, dann machst du es. Punch Club. Ja, für, ich sag mal, für das Ganze, für rund 5 Euro nicht mal. Meckert man nicht. Und wenn das Ganze jetzt für $10, also ich sage mal jetzt mal, je nach Kurs 9 Euro, 20, 30, plus minus. Kriegt noch Miscreated, oben drauf. Miscreated, schwer zu beschreiben, ist in der Alpha, ist die beste Variante vielleicht von, ja, DayZ kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, ich würde das eigentlich sagen, DayZ. Kann man die Werbung weg, was ist denn das? Kein Adblock an, warum auch? Ihr seht schon, also videomäßig ist die Serie natürlich Video, wir wollen kein Video in dieser Sequenz, sondern wirkliches, also es ist schon gegenseitiges Jagen mit Autofahren und so weiter. Bei einer ordentlichen Grafik finde ich, mit guten Zombies, also finde ich, lohnt sich nochmal ein paar Euro drauf zu haben, gute 4 Euro noch was. Weil selbst das Spiel alleine, Miscreated, kriegt ihr nicht mal im Keystore für unter dem Preis, also gerechnet. Ich habe selbst mal nachgeschaut, bevor das Bundle natürlich kam, jetzt wird es wahrscheinlich im Moment vielleicht untergeschlagen sein. Naja. Dieses Bundle und ganz wichtig, ich habe es jetzt am Tag zuvor aufgenommen, heute ist der 26. Es kommen noch mehr Spiele, am 27. Dienstagabend um 20 Uhr, also am 27.09. um 20 Uhr, kommen noch mal mehr Spiele dazu. Es kann nur 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem. Ich sag's ganz ehrlich, allein dieses Bundle, die 10 Euro hierfür, GG. Mitnehmen. Nehmt es mit. Ich gehöre schon mit zu den 134.550. Macht es, macht es, macht es. Es lohnt sich einfach nur mega. Das ist das, was ich im Moment so mitgeben kann.
Ich habe nichts anderes auf Lager tatsächlich, Junge. Das ist nichts, was Geiles. 7, ja, hat schön Angebot, schön und gut. Aber das schlägt heraus. Gönnt es euch. Kostenloses Spiel. The Crew. Und hier mal ein bisschen was. 14 Euro. Wer weiß, was noch dazu kommt. Farming Simulator. Wer weiß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es heißt, wieder geile Angebote. Müssen wir am Ende ja wieder ein bisschen warten. Aber wir sehen uns. Bis dahin, viel Spaß.